Dann mal schnell die Profits abholen. Schauen Sie hier. Wir haben einmal den Gutschein für Norman. Ich habe Norman einen Gutschein gegeben für die Abenteuertour. Wir haben zweimal Netherite Ingots bekommen. Sehr cool. Und 11 Blöcke Diamanten. Und das von meiner ersten Woche mit diesem Shop. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Craftech Neumann. Und wir haben jetzt Geld. Ich bin reich. Und wir werden das Geld direkt ausgeben. Wir haben 64 plus 35 sind 99. 99, maybe. 99 Diamanten. Vielleicht berechne ich falsch, aber dann werdet ihr mich in den Kommentaren gerne berichtigen. Wir werden jetzt hingehen und bei Spark im Shop ein paar Diamanten ausgeben. Denn bald ist Weihnachten und Flocke geht gerade hin und macht jedem ein Weihnachtsgeschenk. Also Flocke hat hier einen Kasten stehen gehabt, wo man seinen Wunschzettel einwerfen konnte. Ich habe auch einen Wunschzettel eingeliefert und wir werden jetzt hingehen. Und was sind das hier für Banner überall? Also irgendwas passiert hier auf dem Craftech-Server, ich bin noch nicht genau was. Wir werden uns das vielleicht mal anschauen. Jetzt gucken wir aber nach, im richtigen Shop gucken wir jetzt aber nach, was wir davon kaufen. Ich möchte Flocke nämlich einen Gefallen tun. Und zwar möchte ich Flocke gerne 6 Netherite schenken. Ja, 6 Netherite möchte ich gerne schenken, denn sie hat noch keine Netherite-Rüstung. Sie hat noch keine Netherite-Tools, glaube ich, bis auf eins, was ich ihr schon gegeben habe. Aber ich finde, da muss noch mehr her. 2 Netherite haben wir jetzt schon. Wir haben zu Hause auch noch mal, ich glaube, 4 Netherite-Ingots. Ne, wie heißen die Dinger? Ancient Debris, genau. Und ein Ancient Debris kostet 5 Dias. Das heißt, wir holen uns jetzt mal. Also wir müssen uns noch, glaube ich, mit. Also wir holen uns mal 4 Stück. Dann habe ich vielleicht noch einen extra. 1, 2, 3, 4. Das ist der erste. Das sind schon mal 20 Dias. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist der erste. Der zweite. Der dritte. Der vierte. Und jetzt überall 5 Dias hinlegen. Das kriege ich hin. So, bezahlt. Ja, jetzt hat Spark sein Geld. Wir haben 16 Ancient Debris. Das heißt, wir können jetzt nach Hause fliegen und das Geschenk für Flocke vorbereiten. Und da hängt ein Zettel. 1833 minus 915 Weihnachtsgeschenk. Okay, also ich weiß, dass das von Flocke ist. Ich weiß, dass hier irgendwas ist. Also ich denke mal, Flocke meinte das. Vielleicht meinte sie auch irgendwas anderes. Aber ich gehe davon aus, dass sie das meinte. Das werden wir uns angucken. Ich glaube, wir können dann dasselbe auch bei ihr machen direkt. Wo haben wir denn? Ich glaube, ich hatte das. Hatte ich das schon durchgeschmolzen? Ich glaube nicht. Ich habe nämlich selber auch noch was gesammelt. Genau, nämlich auch nochmal 4 Stück. Die packe ich da auch nochmal rein. Und dann würde ich sagen: 1833 minus 915. Okay, let's go. Wir brauchen vielleicht noch ein paar Raketen. Aber dann. Okay, da gehen wir jetzt hin. Und wir sind da. Ich habe kurz vergessen, was ich mir gewünscht habe. Denn ich saß hier und guckte so dahin und dachte mir. Okay, aber wo ist das Geschenk? Ist es im Haus? Okay, gucken wir mal. Wir gucken mal rein, ob im Haus vielleicht das Geschenk ist. Wo ist denn der Eingang hier vom Haus? Hier ist der Eingang vom Haus. Ist vielleicht im Haus das Geschenk? Und dann ist mir eingefallen... Nee. Nee. Das Haus ist das Geschenk. Ich habe mir ein Haus für Earlyboy gewünscht, weil der immer obdachlos ist auf dem Craftech-Server. Und wir können hier sogar drin schlafen. Ja, super cool. Early, guck mal, du hast ein Haus. Und ich sehe schon, da vorne stand irgendwas. Was steht denn da? Was steht hier? Mhm. Lieber Klüm, du hast dir den ehrenhaftesten Wunsch von allen ausgesucht. Diesen habe ich dir hiermit erfüllt. Ich hoffe, du und dein Wunschpartner sind zufrieden mit dem Haus. Ich wünsche euch ein wundervolles Weihnachtsfest, Knuddel. Flocke PS, Credits gehen hier an SheepGG, dessen Idee ich umgesetzt habe. Early Boy, hörst du das? Hier ist ein Haus für dich. Das ist die erste Craft Attack Staffel, in der Early Boy ein Haus hat, glaube ich. Ich habe ihm auch schon mal eins gebaut, aber nicht so ein tolles. Early Boy, guck mal, du hast ein Haus. Du hast einen See unter deinem Haus. Du hast hier sogar, wie kommt man auf die andere Seite? Ach so, einfach über die Brücke. Du hast hier auf ganz entspannt Öfen. Du hast Amethysten. Du hast ein Feld, was hier angelegt wurde. Du hast sogar einen Brewing. Ich habe nicht mal einen Brewing Stand. Du hast indirekte Beleuchtung. Ein komplettes Equipment? Mit Silk Touch sogar. Ein komplettes Dia-Equipment. Eine komplette nagelneue. Die ist von Gucci, sehe ich gerade. Ein komplett neue Dia-Rüstung. Ein Verzauberungstable. Mit Lapis direkt beigeliefert. Ein Anvil ist auch am Start. Sag mal, also, das ist ja besser als mein U-Brot.
Man hat ein Bett natürlich mit Emeralds und man hat hier sogar, Alter, ein Squid Head, Laternen, Item Frames, Enderperlen, alles, was man braucht für den Start. Hier genug Platz, um sich sein Lager vielleicht aufzubauen. Und hier noch ein Balkon. Also ein Balkon ist auch mit dabei. Es ist toll. Flocke, vielen, vielen Dank für diesen Weihnachtswunsch. Vielen, vielen lieben Dank. Und ja, jetzt sind wir dran. Ja, wir müssen Flocke auch noch ein Geschenk machen. So, jetzt haben wir Flocke ein schönes Weihnachtsgeschenk gemacht. Frohe Weihnachten von Klim. Und wir haben hier drunter... Also wir haben hier erstmal Abenteuergutschein für Flocke, dass sie einen Abenteuergutschein hat. Und ein Rotten Flash, wo drauf steht, unter der Truhe. Und da haben wir einen Netherite Block. Weil Flocke sich ja wirklich... Ja, weil sie halt wirklich kein Netherite hat. Ihr wisst Bescheid. Flocke weiß jetzt auch Bescheid. Wenn sie diese Folge guckt, hoffentlich hat sie zuerst Craftic gespielt. Und dann haben wir auch ein schönes Weihnachtsgeschenk vergeben. Perfekt. Wir haben noch eine kleine Nebenbeschäftigung. Und zwar befinde ich mich gerade hier. Perfekte Map. An der Schatzsuche. Und ich wollte noch eine kleine Sache hinzufügen. Es gab nämlich Feedback von einigen Teilnehmern, dass es doch unglaublich cool wäre, wenn man anstelle, also wenn man, wenn der den Knopf drückt, auch ein Feedback hat, dass man den Knopf gedrückt hat. Und zugleich haben viele Leute nicht ganz verstanden, wie das funktioniert. Also was genau passiert denn jetzt eigentlich, wenn man den Knopf drückt? Und das möchte ich heute beides so mit einer Klappe quasi schlagen. Also beide fliegen, also mit einer Klappe. Ich muss noch eine Weile hier hinbauen. Und zwar möchte ich gerne einen kleinen Tick-Tack einbauen, wenn man den Knopf drückt. Und zwar so lange, wie der Knopf auch aktiv ist. Dann checkt man vielleicht direkt, okay, das hier ist ein Time-Rätsel-Ding. Ich habe es direkt verstanden. Und ja, diese kleine Convenience würde ich gerne auf jeden Fall noch mit einbauen. Deswegen gehe ich hier gerade zurück bis zum Brunnen. Ich habe keine Ahnung, wo der Brunnen ist, wie weit Winze war. Es dauert noch ein bisschen. Ich baue mal ganz kurz diese Tic-Tac-Clock hier ein. Und dann werde ich euch später zeigen, wie das Ganze funktioniert. Das ist nämlich eigentlich ziemlich simpel, wobei ich bin jetzt schon da. Ich hatte da gerade auch direkt Hilfe von Jo. Der hat mir nämlich direkt geholfen, wie man so einen perfekten Sekunden-Tic-Tac macht. So. Und wir werden das dann im Endeffekt so bauen, dass es direkt hier hinter ist, mit zwei Notenblöcken, die dann hier so stehen werden. Und der Counter funktioniert ganz einfach. Ich habe vergessen, wie Jo den gebaut hat, aber in der Theorie ist der irgendwie einfach. Also irgendwie war da einer so und ich glaube dann, also, ich habe mir es auf jeden Fall gemerkt. Also einer war so und dann war einer so, so und dann, nee, irgendwie ging das, nee, einer ist auf jeden Fall so gewesen und der andere so. Und ich krieg's schon raus. Aha. Seht ihr? Ich drücke auf den Knopf und dann... Leider wegen Server-Performance ein bisschen belastend. Aber so sieht die ganze Schaltung jetzt aus. Wir haben hier eine Clock, die beiden Notenblöcke aktiviert. Unter den Notenblöcken ist jeweils ein Block Glas. Und das Ganze wird aktiviert durch diese Redstone-Line, die einmal von hier kommt, damit die instant am Anfang an ist, und einmal von ganz hier hinten kommt, und zwar von unserem Comparator-Konstrukt, also diesem großen Kondensator, der das Redstone-Signal hier direkt weiter zurückleitet. Das heißt, es macht auch genauso lange Klick-Klack, wie drüben die Lampe an ist. Ja? Und genau dasselbe habe ich tatsächlich schon gebaut für die andere Seite as well, also auch hier, ne? Also hier ist genau dasselbe. Wir haben einmal hier den Kondensator, der geht dann hier in diesen Block rein. Von da habe ich mir dann einfach eins abgezwackt. Das geht dann hier rein, auch in dieselbe Redstone-Konstruktion. Und damit der auch direkt von Anfang an angeht und man keinen Delay hat, habe ich hier am ersten Kondensator, der diesen größeren Kondensator befeuert, auch noch hier die Redstone-Line abgezwackt. Die geht dann hier runter, einmal in diese normale Fackel, dann in die nächste Fackel zum Umkehren und die Fackel, ja, merken wir uns so ganz kurz mal, zündet nämlich auch gleichzeitig das Redstone-Signal in diesem Block. Also hier drunter ist die Fackel, dieser Block, der auch dadurch angesprochen wird. Und dadurch haben wir auf beiden Seiten einfach ganz entspannt die Redstone-Signal... Boah, Alter, Lydra Gott. Die Redstone-Signale für die entsprechenden Tic-Tac-Mechanismen. Und ich weiß aus sicherer Quelle, dass noch einige Leute diese erste Schnitzeljagd machen wollen, also zumindest eine Person. Und die haben jetzt eine viel bessere Experience, denn die können draufdrücken... Und haben einfach eine Clock. Sehr gut. Das heißt, man weiß jetzt auch quasi instant, wann das Licht am Tempel entsprechend an ist. Ich glaube, man versteht dann direkt,
dass es sich hierbei um eine Uhr handelt und ja, alles in allem eine deutlich bessere Schnitzeljagd. So, zu guter Letzt, wir hatten gerade auch noch ein Meeting mit C-Prime. Ihr wisst ja, wir haben hier so ein kleines Business auf dem Server am Laufen, zusammen mit Carscrafter, Caravas und Crocodile Andy. Und wir haben einen neuen, neuen Menschen auf dem Server, der mit C beginnt, und zwar Casti Zockt. Ja, schön, dass wir uns hier alle zusammengefunden haben. Wir besprechen heute Ihr Eintrittsgedenken, Herr Casti Zockt. Ja, ich bin aufgeregt. Ja, erstmal muss man natürlich sagen, Sie haben einen sehr schönen Namen. Casti. Dankeschön. Ich habe mir echt noch Mühe gegeben. Ja, das ist so ein Problem. Da habe ich auch. Ja. Wir haben hier Ihr Antrag vorliegen und wir haben bereits einstimmig entschieden, Sie aufzunehmen. Oh, das finde ich toll. Juhu. Bitte nicht über den Tisch laufen. Oh, Entschuldigung. Die Putzkraft war gerade da. Oh, tut mir leid. Das, wir sehen, ist ein teurer Quarztisch, ne? Also der ist auch ein bisschen reinigungsintensiv. Ja. Ich habe hier in meiner Hand den Vertrag. Ich würde ihn einmal vorlesen. Ja. Das ist der Vertrag zwischen Casti Zockt, im folgenden Mitglied genannt, und der C-Prime WG, haftungsbeschränkt, im folgenden Gruppe genannt. Darf ich zur Feier des Tages den Tisch betreten? Ja, bitte, auf den Tisch. Sehr lobenswert. Erklimm Ihre 32 Diamanten. Ja, ich würde sagen, insgesamt war das doch alles sehr profitabel. Und auch wenn wir jetzt für Flocke eben noch was gekauft haben, was auch mit dem C-Prime-Geld passiert ist, haben wir doch schon jetzt immer noch über 2 Stacks Diamanten. Das heißt, wir sind doch ganz gut aufgestellt. Ein bisschen was wird auch noch in die Schnitzeljagd reinkommen. Ein kleines Update haben wir der Schnitzeljagd auch noch gegeben. Und wir haben sogar ein kleines Weihnachtsgeschenk für Flocke da gelassen und ein Haus bekommen als Weihnachtsgeschenk. Ich würde sagen, das war's dann auch mit der Folge. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge von Craft Deck wieder. Haut rein, vielen lieben Dank und ciao.